Meine Damen und Herren, liebe Grüße, wunderschönen guten Abend. Ein neuer Stream auf Twitch mit unseren Abenteuern, den epischen Abenteuern in Nordamerika. Wir fahren schnurstracks den Rocky Mountains entgegen. Wunderschönen guten Abend, den Damen und Herren auf Twitch. Und auch den Leuten auf YouTube wünsche ich ein von Herzen kommendes Tschu-Tschu. Schön, dass ihr dabei seid. Sehr schön. Im Hintergrund schon wird gechut und gehuscht und gehuscht. Hier, ich weiß nicht, das... Ich vermute ja manchmal wirklich, das Spiel reagiert, zumindest bei den Soundeffekten, auf meine mündliche Moderation. Also ich sage Chu-Chu und das Spiel Schu-Chut im Hintergrund. Das kann doch kein Zufall sein. Ich will keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen, aber ich glaube persönlich bei Calypso Media, beim Publisher, sitzt zu dieser Stunde am 6. Januar 2024 abends um 19.32 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein armer Schülerpraktikant im Keller des Publishers bei Wasserbrot und Brot, bei Bits und Bytes, schaut hier zu, hackt meinen Railway Empire 2 Steam Account, hackt unseren Twitch Stream und macht so spezielle Events, die irgendwie schön dazu passen würden. Oder falls ein Zug entgleisen würde, greift der Schülerpraktikant oder die Schülerpraktikantin, wer weiß, in letzter Sekunde ein, reißt noch schnell eine Weiche rum, bevor wir über eine Brücke hinaus, einen Brückengeländer hinaus schießen und in einen Fluss versinken würden. Ich halte das für möglich. Kann es ein Zufall sein? Ich frage mal die Damen und Herren auf Twitch-Chat. Wir sind im Internet, Verschwörungstheorien erlaubt. Kann es ein Zufall sein, dass wir seit vielen, vielen Stunden hier unterwegs sind, dass es noch keine einzige Eisenbahnkatastrophe gab? Waren nicht die 1850er Jahre in den USA berüchtigt für ihre zahllosen Eisenbahnkatastrophen? Ich weiß es nicht, aber könnte ja sein. Und kann es ein Zufall sein, dass sich bei uns noch keine einzige echte, richtige Katastrophe ereignet hat? Einzige plausible Erklärung ist für mich ein namenloser Schülerpraktikant oder eine Praktikantin im Praktikantenkeller vom Publisher in Worms sitzend. Da sitzt der Publisher. Ich denke das mal. Was glaubt ihr? Das liegt an den Sonnenstürmen, meint It's me, du Manu. Lorenchen meint, damals seien noch keine Autos auf Bahnübergängen kleben geblieben. Ja, aber dafür Bisons vielleicht. Es gibt keine Sabotage, meint Cindy, weil wir ohne Konkurrenz spielen. Ich dachte immer, ich wäre selbst mein schlimmster Feind. Die kommen erst als DLC, die Katastrophen, meint Brother Gato. Wie finde ich Royal Empire 2 Relikt? Zauberhaft, ich liebe das Spiel. Ich finde die Karten so episch schön und groß. Ich finde die total klasse. Ich habe es schon mal erwähnt, ich erwähne es gerne nochmal demnächst Preview-Stream hier. Mit Gaming Minds, mit den Entwicklern. Exklusiver Preview-Stream, erstmals der neue erste DLC zu sehen, der demnächst rauskommt. Bei uns hier an einem Abend auf Twitch, danach auch auf YouTube. Freue ich mich schon sehr drauf. Wahrscheinlich vielleicht Ende Januar. Freue ich mich sehr drauf. Mittlerweile immer mehr Geld hier. Wisst ihr was? Wir wollen auch bauen. Wir wollen nicht nur fahren und herumtuckern. Wir wollen auch bauen. Einverstanden? Mittlerweile haben wir 2,5 Millionen auf der hohen Kante. Haben wir eigentlich Schulden? Keine. Oh Leute, ich fühle mich plötzlich so unwohl. Das ist so ungewöhnlich für mich. Ich spiele ein Aufbaustrategiespiel, ein Wirtschaftsspiel und bin schuldenfrei. Ah, ich spüre richtig, wie eine Gänsehaut meinen Rücken hinunterläuft. Habe ich falsch gespielt? Ich frage euch mal im Twitch-Chat. Wir spielen ohne Schulden. Haben wir da nicht irgendwas falsch gemacht? Wie fühlt sich das an? Bei WB auf Twitch unterwegs zu sein, Teil des Unternehmens zu sein und der Unternehmenskultur und wir sind schuldenfrei. Und schreiben dann noch schwarze Zahlen. Ja, schuldenfrei, Rindkorano. Ekelhaft, mein Stromklampfer. Soll ich schnell Schulden aufnehmen? Einfach nur so, 7,3% Zinsen. 4 Millionen für 3,9. Wir wollen erstmal gucken, ob wir sie brauchen. Wir machen mal Folgendes, bevor ihr alle zusammenzuckt hier. Grüße an Namnam Gamer. Vielen Dank fürs erste Abo hier. Willkommen in unseren Kreisen. Schön, dass du da bist. Bitte Blumensträuße zum Willkommen an Namnam Gamer hier. Und wir hatten letztes Mal diese riesige, von Ost nach West laufende Eisenbahnstrecke gebaut, von hier vorne. Von Rocky Springs aus, pardon, von Rock Island aus Richtung Westen,
bis zu den Füßen der Rocky Mountains. Was wir jetzt machen werden, ist, im Augenblick wird auf der Strecke nur transportiert Post und es wird transportiert Passagiere. Sprich, wir haben eine Expressstrecke, die einmal rauf und einmal runter führt. Hier auf dem Gleis geht's rauf und auf dem Gleis daneben geht's runter. Und wir haben jeweils eine Endstation mit Kopfbahnhöfen, einmal hier in Cheyenne. Da geht's rauf und da geht's wieder runter. Und daneben haben wir diese Doppelstrecke, die im Augenblick gar nicht befahren wird. Wenn wir sie anklicken, gibt es oben keine Eisenbahnstrecke oder keine Verbindung, die dem zugewiesen werden. Und darüber lassen wir jetzt Cargo-Güter laufen. Das heißt, alles, was mit Fracht hier unterwegs ist. Und zuerst stellen wir einfach einen Zug, der rauf und runter führt, mit Fertigwaren rauf und runter, automatischer Austausch. Wenn wir uns das gegönnt haben, machen wir im nächsten Schritt, gehen wir noch hin und verbinden. Ja, vorher checken wir, ob dadurch vielleicht bestimmte Fabriken erstmal so gut angeschlossen werden ans Wirtschaftsnetz, dass es sich für uns lohnt, die erstmal zu kaufen, bevor wir die Strecke machen. Das ist Schritt Nummer 1. Zweiter Schritt ist dann die Strecke einrichten. Und dritter Schritt ist dann zu überprüfen, von welchen Orten wir aus möglicherweise Stichstrecken zu dieser Gesamtverbindung machen. Und dabei geht es weniger um Expressgüter und mehr darum, Rohstoffe in die Städte reinzubringen, damit alle gut versorgt sind. Ihr wisst ja noch vom letzten Mal, man kann wenn man eine Stadt anklickt, wie Des Moines zum Beispiel, sieht man hier oben die Anzahl der Einwohner und darunter einen Prozentwert, der angibt, wie hoch die Bedarfsdeckung ist. Und ist die Bedarfsdeckung 60% oder höher, dann ziehen hier mehr Leute ein. Ist es zu niedrig, ziehen Leute auch aus. Und das sind die Güter, die in den kleinen Städten nachgefragt werden. Und spätere Güter werden mit höheren Werten halt allmählich freigeschaltet. Und dadurch gibt es auch mehr Post und Passagiere, die man mitnehmen kann auf den Strecken hier. So, und wir schauen uns im ersten Schritt, wie gesagt, jetzt mal an, welche Fabriken wir eventuell aufkaufen. Hier gibt es eine Fleischfabrik. Hier gibt es eine Brauerei. Noch eine Fleischfabrik. Eine Stofffabrik auf der Strecke und hier unten eine Brauerei. Also es könnte sich lohnen, die Brauerei hier zum Beispiel aufzukaufen, weil die sollte hier gut Leute finden, oben und unten. Direkt daneben gibt es auch Getreide. Das heißt, die würde auf jeden Fall immer gut versorgt werden. Wir schauen mal, wie gut die im Augenblick läuft. Vielleicht läuft die ja noch nicht so gut und sagt, hey, ich brauche einen Investor, ich bin billig zu haben. Dann würde ich sofort zuschlagen. Das ist die Brauerei. Oh, sehr schlecht ausgelastet. Die gehört mir jetzt schon. Die habe ich letztes Mal schon gekauft. Lob an diesen Writing Bull. Ein Genie. Der junge Mann hat letztes Mal bereits die Brauerei aufgekauft. Hat denselben Gedanken wie gerade gehabt. Ein Lob an den Writing Bull von vor ein paar Tagen, der diesen Weitblick hatte. Ich will mich ja nicht selber loben, aber es ist ja auch ein anderer WB. Es ist ja nicht ich, sondern es ist mein älteres Ich, also mein jüngeres, das jetzt mittlerweile älter ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein anderer WB. Lob diesen WB, diesem weitsichtigen betriebswirtschaftlichen Genie. Lob an WB, bitte jetzt spontan im Chat. Danke sehr. Ich glaube, ich habe diese peinliche Situation jetzt ein wenig peinlich auch überspielen können. Und das checken wir jetzt auch. Vielleicht habe ich das letzte Mal in allen Orten gemacht. Ich gucke mal, ob ich hier oben auch schon was aufgekauft habe. Ich traue mir allmählich alles zu. Nee, die gehört mir nicht. Die läuft nicht so gut und läuft auf Stufe 2. Die hier unten läuft auch schon auf Stufe 2. Mal gucken, wie teuer die... Ich erinnere mich auch dran. Ich glaube, ich hatte auch gesagt, dass ich nicht mehr so viel aufkaufen wollte. Weil je mehr man aufkauft, desto länger wird hier oben die Liste der eigenen Betriebe, die man auch immer im Auge haben muss. Und es mittlerweile, uns gehören ja schon 24 Betriebe, dauert es immer sehr lange, sagen wir mal einmal oder zweimal pro Jahr, die alle durchzuklicken und sich zu überlegen, ob man die manuell ausbauen sollte oder nicht. Denn die Betriebe, die einem nicht selber gehören, die werden von der KI, wenn Not am Mann ist, wenn der Bedarf groß ist, automatisch ausgebaut. Und ich glaube, wir würden mittlerweile doch sehr ausgebremst werden. Je größer die Karte wird, wenn wir jetzt noch in großem Stil immer mehr und mehr und mehr bauen und kaufen. Wisst ihr was? Wir hören auf, Industrie zu kaufen. Das war das Letzte, was wir gekauft haben. Einfach damit wir mega Micromanagement haben und nicht eventuell in Zukunft dann 20 Minuten lang uns irgendwelche Tabellen durchklicken müssen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf das, was uns am meisten Spaß macht. Zugstrecken legen, Züge fahren, Tickets vorweisen lassen und so weiter. Ja, gute Idee, machen wir so.
Wir gehen hier raus. Jetzt kommt die Cargo-Strecke, die einmal rauf und runter fährt. Wir starten hier unten. Auf der Strecke hier haben wir wie viele? 5 haben wir hier drauf auf der Strecke. 5 Züge. Wir machen auch mal 5 bei der anderen Strecke. Neue Zuglinie. Einmal Fracht. 5 Stück bitte. Wir starten in Rock Island. Und zwar, jetzt müssen wir mal wieder Gleiszählen machen. Man zählt immer vom Bahnhofsgebäude aus. Diese beiden hier, das ist die Personenstrecke und das wird die Frachtstrecke sein. Das heißt, das letzte Gleis von rechts aus, das benutzt wird. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sechste Gleis ist das. Da wollen wir starten und dadurch definieren wir, wo alle anderen langfahren können. Anzahl der Waggons, wir legen keine Mindestmenge mit, weil sonst bremst sich das nur aus. Machen wir nicht. Jetzt geht es von hier aus hoch. Einmal hier vorne hin. Und wieder retour. Da landen wir. Und hier vorne ist Start. Und weil die Frage immer wieder kommt, nein, muss man nicht. Muss den Bahnhof, mit dem alles angefangen hat, nicht ein zweites Mal zuweisen. Da schließt sich der Kreis ganz von alleine. 5, jetzt brauchen wir noch einen schicken Namen. Das ist die Strecke, die führt von Cheyenne nach Rock Island. Cargo Rock Island. Mehr Buchstaben kann ich nicht nutzen. Einmal bestätigen. Achso, und was ich noch machen wollte, ich wollte noch... alles stimmt so. Und bestätigen. Nehmen wir noch irgendwelche Spezialwaggons mit? Nein, 5 Züge sollten zum Start reichen und go. Da beginnen wir die Fahrt. Mal schauen, was der mitnimmt, der Kollege. Ja, das wird Dorcas, freut sich genau wie ich übrigens auch. Willkommen im Club. Jetzt schon drauf, wir werden ja gleich auch Strecken in die Rocky Mountains reinbauen. Wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Streams. In der ersten Hälfte machen wir erstmal die ganzen Anschlüsse an diese lange Strecke, die wir letztes Mal gebaut hatten. Also bringen von den Farmen und Minen und Höfen alles in die Städte rein. Aber danach geht's rauf in die Rockies. Und das könnte abenteuerlich schöne Strecken werden im Laufe des Abends. Ganz liebe Grüße an Abraxim. Immer wieder schön, wenn jemand hier abonniert, wo ich sagen kann, da kenne ich auch jemand mal persönlich von Angesicht zu Angesicht. Wunderschönen guten Abend an dich. Ich hoffe, es geht dir gut und danke für 2 Jahre Abo und Treue hier schon. Ganz liebe Grüße an Abraxim. Abfahrt hier. Bier! Ich kann leider keinen mitnehmen von euch. Keine Tickets bitte im Chat vorweisen. Auch mit Ticket nicht. Ich habe Angst, dass ihr mir das Bier aussauft. Ich nehme keinen mit in diesem Zug. Keine Tickets bitte vorweisen. Ich wiederhole bitte, keine Tickets im Chat vorweisen. Ihr könnt nicht mitfahren. Ich habe Schiss um die Biervorräte hier an Bord. Keine Tickets vorweisen. Keine. Danke. Geht ja. Nein, kein Freibier. Nein. Der Chat ist frei von Bier. Das ist die neue Definition des Wortes Freibier hier. Echt. Was für ein undisziplinierter Haufen hier. Unfassbar. Oh Gott. Naht eventuell der erste Zugüberfall. Banditen reiten heran mit heraufgezogenem Staubtuch. Gezogenen Winchester-Gewehren. Schaum vor Mund, vor Wut und ein Schaum vor Mund, der signalisiert, ich bin ein Biertrinker und habe noch nicht abgewischt. Unfassbar. Unglaublich hier.
Der Schaffner, ob der fahren darf? Ja, also sagen wir mal so, wir haben einen Sicherheitsinspektor an Bord. Okay, wir brauchen einen Sicherheitsexperten an Bord, der immer kontrolliert, ob die Ware in einem einwandfreien Zustand ist. Und dafür habe ich, eine Stelle ist frei an Bord dieses Zuges. Dafür könnt ihr gerne eine Bewerbung in den Chat reinposten. Will einer von euch als Sicherheitsinspektor an Bord dieses Bierzuges mitfahren und dafür sorgen, dass die Ware immer wieder kontrollieren, inspizieren, verkosten, ob die Ware in einem einwandfreien Zustand sich befindet? Also für einen oder für eine von euch ist ein Plätzchen frei. Das geht. Bitte Bewerbung jetzt in Chat posten und wer die beste Bewerbung abgibt, wer mir am ehesten mit glaubwürdig unterbreiten kann, dass ihr echte Bierexperten seid, man nennt euch auch Bierperten, dann wäre ich bereit, eventuell zu sagen, du bist es. Mal schauen. Ich befürchte, die großen Experten sind nicht unbedingt die, die am längsten lallen im Chat. Ich kann ein ganzes Glas Bier in einem Zug austrinken, Hirnkrampf. Das ist nicht vielleicht nicht ganz die Art der Expertise, die ich mir vorgestellt hatte, nein. Ich komme aus Franken, das sollte reichen. Ja, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Die ersten Reimer kommen rein. Hopfen und Malz, Gott erhalts, Palatia. Oh, Stilographium. Beruft sich auch auf die geografische Herkunft und sagt, ich bin aus dem bayerisch-österreichisch. Tschechischem Grenzgebiet. Bierperten, ein neuer Wiki-Eintrag, jetzt entstanden, richtig, genau. Oh, der erste Experte fragt nach, ob ober- oder untergäriges Bier dabei sei. So. Ihr wisst ja, 1852, damit wir so erfolgreich waren, wer beim letzten Stream dabei war, hat es mitbekommen, haben wir auf allen unseren Routen Prohibitionen eingeführt. Das heißt, es geht um alkoholfreies Bier, das hier ausgeschenkt und auch verkostet werden könnte. Ja, haben wir letztes Mal eingeführt, ist die grundsätzliche Basis für den Erfolg unseres Betriebes an Bord unserer Speisewagen und ebenfalls auch im Magen unserer Kontrolleure ausschließlich alkoholfreies Bier. Schon ein paar Bewerbungen weniger, stelle ich fest. Ich weiß gar nicht, warum. Oh, wieso? Das klappt. Jetzt machen wir eins weiter. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter bauen. Und jetzt können wir hier noch ein paar Zugänge legen überall. Hier können wir Mais und Getreide hinbringen. Hier Holz. Und Fleisch. Gemüse wird demnächst gebraucht, das können wir von hier rauf bringen. Nochmal Holz, Milch. Das sieht doch alles sehr gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier... Lass mal überlegen, wo wir die anderen Züge nachher noch anschließen. Bahnhöfe nach oben und unten. Wir hatten, glaube ich, gesagt, in Cheyenne einmal umsteigen nachher, eine Stichstrecke nach unten lang, die zum Beispiel so fährt, das könnte ich mir vorstellen, hier runter. So, wir schließen erstmal die beiden hier vorne an, Mais und Getreide. Wo haben wir den Versorgungsturm hingestellt, hier vorne, das war Weiser. Einen Bahnhof hier hinten hin. Da können wir beides auf einmal nach unten hin verbinden. Sollte auch ein Gleis frei sein, da ist es, wunderbar. Dann docken wir an. Es geht erstmal, wir nehmen den Versorgungsturm mit. Von hier aus drehen wir eine Kurve und die führt dann hier vorne hin. Die könnte genauso laufen, da müssen wir gar nicht viel korrigieren, die sieht top aus. Einmal bauen.
Lohnt es sich, die Strecke noch weiter nach oben auszudehnen für Milch und Co.? Eigentlich nicht. Mhm. Und ein Zug bitte. Einen Frachtzug. Wir wählen eine Lok. Hier ist Abfahrt. Nehmen alles mit, was es vor Ort gibt. Minimum 2. Nichts bitte zurück. Achso, wir müssen erst das hier unten auswählen. Und das Ganze nennen wir Getreide und Mais nach North Platte. Einmal Anschluss bitte. Wir müssen brauchen auf jeden Fall dann hier ein Wartungsdepot, weil ansonsten klappt gar nichts. Damit alle Züge, die über diese kleine Strecke kommen, auf jeden Fall angeschlossen werden. Und damit Getreide und Mais auch mitgenommen und umgeladen werden können in andere Städte, holen wir uns noch eine Lagerhalle. Und als Waren, die ersten bis zu 6 Waren kann man zum Umladen, als umladefähig hier einstellen. Und wir stellen ein Getreide und Mais. Hier ist die Abfahrt. Damit ist auch die Frage beantwortet von Mono Motapa. Einmal alles beladen, bitte. Mais ist ein Getreide, ja, aber... Es kann auch sein, vielleicht hast du sogar recht, dass hier Weizen gesagt wird zu Getreide, ne? Dass das Spiel Weizen sagt und nicht Getreide. Das ist die Maisfarm. Nee, das Spiel sagt Getreide. Wie ist es denn im englischen Original? Ich weiß, das Spiel ist made in Germany und so weiter und so fort, aber die Hauptversion wird ja international verkauft. Mais ist auf Englisch Corn, glaube ich, oder? Und was ist die englische, die internationale Bezeichnung für Getreide dann? Ist Mais nennt man doch Corn, oder? Wheat ist Weizen und was ist Getreide? Was sagt man denn zu Getreide? Grain? Echt? Wheat ist Weizen, dachte ich. Nein, nicht Wheat. Crops. Crops ist Getreide. Okay. Ist Grain nicht Roggen im Englischen? Cereal. Grain ist Getreide, okay. Aber Crops glaube ich auch, oder? Rye ist Roggen, okay. Wird Weizen, habe ich das denn richtig ausgesprochen, als ich Wheat gesagt habe? Oder wird das anders ausgesprochen? W-H-E-A-T. Habe ich das eventuell gerade englisch verballhornt, verbullhornt, das Wort bei der Aussprache? Wird das anders ausgesprochen? Passt. Spricht sich zumindest ähnlich aus, mein Brother Gator. Danke dir. Es klappt. Und jetzt holen wir uns den nächsten Zug. Gehen einmal hier raus. Und bauen wo weiter? Einmal mit F8 abspeichern. Achso, ich bin so rum, gucken wir nach Norden. Ich will euch nicht durcheinander bringen. Holz können wir hier anschließen und Vieh. Gemüse wird noch nicht nachgefragt. Holz, Milch wird demnächst nachgefragt. Die könnte man zusammen mit einem, glaube ich, anschließen. Oder hier durchfahren. Das lohnt sich hier auf jeden Fall. Wir schauen mal, Zucker wird überall auf jeden Fall schon mal nachgefragt. Holz und Vieh, ah, da müssen wir aber 2 separat machen. Holz war, glaube ich, 2-mal gerade zu sehen, ne? Holz könnte man von hier oben der Strecke beimischen.
oder auch von dort und beides geht. Da könnte man die Milch in eine mitnehmen. Mir ist es egal, dann nehmen wir das hier mit. Weil Milch wird in Kürze auch... Oh, hier oben, den können wir demnächst anschließen. Machen wir demnächst auch. Hm. Dann würde ich sagen, die beiden hier runter, vielleicht kriegen wir hier einen gemeinsamen Bahnhof hin. Leider nicht. Ab wann wird Milch denn nachgefragt? Ab 35.000 Einwohner, da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Wir können aber... Ah, von hier unten können wir die Wolle mitnehmen. Oder von hier oben. Machen wir beides von oben hin, ne? Oh, wir müssen auch die Verbindung nach oben hin machen. Wir könnten von, kriegen von hier aus noch eine Stichstrecke nach Madison hoch hin. Von hier aus? Hier ist, glaube ich, kein Gleis für nichts mehr frei, ne? Leider nicht mehr. Nicht mehr wirklich. Das heißt, den Zug könnten wir aber an Chicago anschließen. Ist hier noch ein Gleis frei? Hier kann man, hier sind noch Gleise nach rechts frei. Von hier aus kann man nach oben hinfahren und Madison anschließen. Und von dort aus noch Stichstrecken. Hier vielleicht die Great Lakes im Norden langfahren. Hier durch, hier hoch dahin, das stelle ich mir sehr hübsch vor. Das machen wir gleich. Aber vorher verarzten wir die Strecke hier noch zu Ende. Also wenn wir nachher eine Strecke machen, von Chicago aus über Madison nach Duluth oder Duluth, Duluth vermutlich nach Thunder Bay. Eine so. Oder wir machen den Bogen über Rochester von hier aus und fahren dann nicht hierhin, dorthin, dahin, dahin, dahin. Dann haben wir vier dicke, die vier. Die transportieren wir so ab. Das machen wir. Das ist ein guter Plan. Hier so hochgehen. Das war ein schönes, langes, großes Bauprojekt. Die Idee finde ich super cool. Das machen wir. Und vorher holen wir die beiden kleinen hier unten rein. Weil ich mich gerade frage, ob wir Holz und Milch von hier aus nicht der Strecke hier oben anschließen sollten. Nee, da ist ein Holzvorkommen, ist hier oben ein Milchvorkommen, das man an diesem Teilstück der Strecke anschließen kann. Nee, das ist zu weit weg. Keines. Dann fällt es eigentlich klüger, die Milch hier oben hin anzuschließen. Denn hier links war noch eine andere Milch. Dann könnte man die Milch von hier in die lange Strecke einspeisen. Dann kontrollieren wir das auch nochmal beim Holz. Holz war die zweite Möglichkeit hier. Dann packen wir Holz und Milch in den Verbund hier oben rein, von hier aus. Und wir nehmen doch das Holz von Omaha aus und die Milch von hier aus. Ja, so machen wir das. Das heißt, wir schließen einmal das Holz von hier oben an. Da ist auch schon der Versorgungsturm, passt. Einmal hier lang. Bis hier. Kurve rauf, das hier oben anschließen. Kann man sofort machen. 42 km/h nur. Das ist vermutlich, weil die Kurve hier zu eng geraten ist, ne? Wir könnten auch den Versorgungsturm ein Stück weiter nach rechts setzen. Das wäre, glaube ich, das Simpelste. Hier vorne hin. Ja, das ist neu im zweiten Teil, genau. Hallo Free Chess.
dass die Waren mittlerweile im Gegensatz zum ersten Teil innerhalb der Bahn, innerhalb der Städte umsteigen können oder umgeladen werden können, ist ein zentraler und wesentlicher Unterschied zum ersten Teil von Railway Empire. Da musste man ja für Waren, da wurden die ja in Lagerhallen in extra Bahnhöfen umgeladen, die man zwischen den Städten positionierte. Und jetzt machen die das Ganze halt, jetzt sind die insgesamt sind die Karten ja viel größer als im Vorgänger. Die Entfernungen sind nicht mehr so Modellbau, eisenbahnmäßig klein. Und insgesamt sind die Karten ausladender, die Entfernungen, die Züge zurücklegen, sind viel längere. Und deshalb ist es auch irgendwie glaubwürdiger noch als vorher. Es ist auch genug Platz dafür, dass man in die Bahnhöfe reingeht und so. Und es bleibt dabei, Post und Passagiere steigen automatisch um in den Städten im zweiten Teil. Also da muss man nichts machen und für die Güter muss man halt Lagerhallen als Erweiterung eines Bahnhofs bauen und dann die Waren, die umgeladen werden dürfen, doch dann manuell definieren. Ja, 75 ist völlig okay, dann kann man arbeiten. Holz nach Omaha. Omaha heißt es. Und einmal Abfahrt bitte. Jede Menge Bisons direkt daneben. Schaut mal. Bullen. Sehr sympathisches Spiel. Also ein Spiel, wo man von einem fahrenden Zug heraus auf Bullen schauen kann, gefällt mir. Ich weiß auch nicht gerade, ich weiß, ist irgendwie so ein persönliches Gefühl und ich finde es cool, ich finde es gut, mir gefällt es. Einmal Abfahrt. King Bro, hi. Danke dir fürs zweite Abo, King Bro. Liebe Grüße, herzlich willkommen. Schön, dass du zurückgekommen bist dafür. Die lassen sich überhaupt nicht stören, die Tierchen. Da kann ein Dampfzug an denen vorbeirattern. Eine Dampflok, das juckt die überhaupt nicht. Oh, schaut mal im Hintergrund, ein anderer Zug. Sehr hübsch. Hallo Stefan. Stefan schreibt, ich habe mir das Spiel gekauft, weil ich es bei dir gesehen habe, WB. Echt? Viel Vergnügen. Gleich kommen wir an. Aus dem Chat fragt Amandia, hallo. Ja, liebe Grüße in den Lurk. Was mich interessieren würde, wird auch der Bedarf der Städte beachtet oder geht es einfach nur um den Anschluss der Güter zur allgemeinen Versorgung? Ersteres. Also man schaut, man klickt eine Stadt an und je nachdem, wie groß die Stadt ist, wie viele Bevölkerung die hat, werden zum einen immer neue Warentypen nachgefragt und auch die Menge der Waren, die nachgefragt werden, die steigen allmählich an. Und wenn bestimmte Bevölkerungsgrenzen überschritten hat in der Stadt, gibt es halt neue Typen von Waren, die nachgefragt werden. Und dann muss man die auch hinbringen. Denn wenn man dann von den neuen Waren zu wenige von denen hinbringt oder manche gar nicht bringt, dann sinkt der Versorgungsprozentsatz der Stadt ab. Dann kann es sogar im Extremfall dazu führen, dass die Stadt wieder kleiner wird.